Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 21. Folge der Runway 18 Pregnancy Challenge. Ich bin so gespannt. Wie du siehst, wir haben schon Mittwoch, 7.13 Uhr. Wir haben ja gegen 18 Uhr die 20. Folge beendet. Ich habe jetzt das vorgespult, habe April ihre Hausaufgaben machen lassen, weil ich heute gerne unbedingt endlich mal, für was habe ich die Gruppe eigentlich erstellt? Wir haben hier nämlich eine Lerngruppe, damit wir alle zusammen Hausaufgaben machen können. Und hier können wir sie dann starten und wir treffen uns in einem Café. So, ich habe die April, bevor sie schlafen gegangen ist, noch ein bisschen techteln lassen, damit sie ein bisschen besser gelaunt ist, weil das zählt ja alles mit dazu. Aber ich muss euch unbedingt, beziehungsweise ich muss dir unbedingt was zeigen. Und zwar geht es um unsere Emmy-Maus. Das war die falsche Seite. Schau dir das an. Bewegung Level 5 komplett. Fantasie Level 5. Kommunikation Level 5. Das Einzige, was wir machen müssen. Nee, die Betty ist nicht hier. Okay. Ich dachte gerade, die Betty wäre hier drin. Ist denken. Das kriegen wir über die Türmchen hier. Da müssen wir sie hier Formen studieren lassen. Und Töpfchen. Die Emmy hat ja Level 2 das letzte Mal erreicht. Heißt, wir können sie jetzt auch alleine, beziehungsweise sie geht auch von alleine, wenn sie dann auf Toilette muss, geht sie auf ihr kleines Töpfchen. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben endlich Strom. Es tut mir leid für meine Begeisterung, aber ich bin so happy, weil mich hat das manchmal echt genervt. Jedes Mal aufs Neue hier rüber reisen zu müssen, damit die beiden Mäuse duschen können, damit das halt schneller funktioniert, weil mit der Dusche, die wir hatten, das hat so lange gedauert. Mich hat es, wenn ich ehrlich bin, so genervt. Genau, die Süßen haben neue Lampen gekriegt, zwei Stück, haben eine Badewanne gekriegt. Hier draußen haben sie ja ihren Garten. Die April kann vielleicht, bevor sie, die Emmy ist auch, sie will die Mami aufwecken. Ja, komm, wir gucken mal, wie die kleine Maus das macht. Das würde mich jetzt interessieren. Genau, das haben wir, den Garten. Die Bienchen sind an eine andere Stelle gezogen. Die April hat schon eine sehr gute Beziehung zu den Bienchen. Die kleine Maus weint. Okay, aber ja, und wie ihr anhand Aprils Gestiken und Geräuschen gehört habt, unsere gute April ist eine Meerjungfrau jetzt. Ich werde das der Emmy wahrscheinlich auch irgendwann geben, dass sie dann eine Meerjungfrau ist. Ich weiß nicht, ab welchem Alter die das sein können. Da habe ich wirklich keine Ahnung zu, wann die dann ihre Meerjungfrauen, wie heißt das denn jetzt nochmal, Gestalt, sage ich jetzt einfach mal, annehmen können. Ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir die Farbe und die Art, wie ich sie als Meerjungfrau gemacht habe, sehr gefällt. Wenn nicht, gerne in die Kommentare. Ich kann leider in dieser Folge noch nicht drauf reagieren, weil ich direkt im Anschluss diese Folge jetzt aufnehme und ein bisschen vorproduziere. Zungenbrecher. Dann würde ich sagen, bis die Schule beginnt von der April, kann die April doch... Du willst zuschauen. Das ist voll süß. Genau. Bevor ich es jetzt vergesse. Ich habe nämlich überlegt, da wir ja eine andere Gruppe hatten... Avantgardias, glaube ich, heißen die. Da habe ich die April wieder rausgenommen und habe jetzt ein Mami-Treff erstellt. Leider kriegen wir nicht die Kleinkinder dazu, aber das können wir ganz einfach machen. Und zwar habe ich ihnen einen Strandort ganz beliebig ausgewählt. Das ist die Lisa, die Alexis, die Zoe und die Mia drin. Die Kinder von der Mia kennt sie ja schon. Also müssen nur noch die drei, die zwei Jungs und die kleine Yuki kennengelernt werden. Wer denn? Und dann können wir die nämlich so dann hinzu einladen. Und ja, dann würde ich sagen, macht die April jetzt hier kurz noch ihre Pflanzen, damit wir ein bisschen Geld haben. Hier, du kannst alles verkaufen, April, bevor du zur Schule musst. Und sie hat fast die Hälfte mit der Freundschaft der Bienen voll. Ja, April, bleib mal kurz stehen. Genau, was ich auch noch vergessen habe zu erzählen, ich habe ihr die Treppe woanders hingestellt und... April hat ein kleines herbstliches Umstyling gekriegt und ich finde ja ihre Frisur so schön. Ich mag das ja allein ihre Haarfarbe, das ist so ein schönes Kupferrot, meiner Empfindung nach. Und ich habe ihr eigentlich nur andere Schuhe und ein anderes Oberteil gegeben, so ein bisschen herbstlicher.
bisschen Absatz, weil ich finde, sie kann auch ein bisschen schicker sein. Der Pulli gefällt mir persönlich sehr gut und die kleine Maus ist da hinten jetzt mit ihren Klötzchen am Handwerken. Sehr cool. Und du möchtest drei Pflanzenjäten. Ja, okay, jeden können wir dir noch nicht erfüllen, Mäuschen. Aber 65 Simoleons hast du gerade schon eingesagt. Sehr cool. 60. 60. Wow, das bringt voll viel. Wir knacken gleich die 1000. Also ich dachte nie, dass die Blumen so viel bringen, aber die bringen schon relativ viel, muss ich sagen. Ja, hast du alles, April? Dann verkauf doch bitte noch den Honig. Sie hat Level 4 erreicht, die kleine Maus. Oh, du bist einfach ein Wunderkind, ehrlich. Du bist ein kleines Wunderkind. Schaut euch das an. Jetzt braucht sie nur noch ein Level und ich glaube, hier ist es auch noch eins. Dann hat sie einfach alles voll. Und soweit ich meine. Ah nee, das war hier, wenn sie was voll hat, oder? Genau. Ich glaube nicht, wenn sie die Fähigkeiten voll hat, dass sie da irgendwas an Merkmalen freischaltet. Naja, wir lassen uns überraschen. So. Die April geht und verkauft jetzt schnell noch den Honig, bevor sie zur Schule muss. Genau, und dann geht die April im Anschluss zur Schule. Und ich bin sehr gespannt, das machen wir direkt. Wir reisen dann direkt und machen die erste Veranstaltung der Lerngruppe. Leider fehlt der Shane und die Ina, sonst glaube ich, die fehlen leider. Aber ich wünsche der April auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß und die Mia schicken wir wieder zur Tagespflege. Und wir sehen uns dann direkt, wenn die beiden wieder zurück sind. So, die April wird jetzt gleich zurückkommen. Und die Emmy ist auch da. Es tut mir leid, wenn hier öfters jetzt was aufpoppt. Ich habe das wieder eingestellt, weil ich sonst nie mal reingucke, was da so passiert. Auf jeden Fall sind unsere Bienchen gerade aufgebracht. Nur, was bedeutet denn Schwarm einsammeln? Ja. Weiß ich jetzt leider nicht so genau. Aber wieder können wir nicht die Bienchen mit Milbenzeug einsprühen. Naja, nicht schlimm. Kurz gucken. Die April. Oh ja, da brauche ich jetzt ein Bild von dir, Liebes. Wie du da stehst. Jum. Das ist zu geil. Vor allem, wie sie den Mund wieder aufgemacht hat. Ach, April, du bist so goldig. Ich liebe die kleine Maus einfach. Es ist einfach der Hammer. Das Bild sieht so geil aus. So, jetzt bin ich wieder voll vom Thema abgeschweift. So, die Emmy ist grün soweit. Wir können ihr leider nichts ins. Oh, wieso hat sie denn nur noch zwei Bücher? Oh, ich glaube, wir haben beim Romantikfestival eins liegen gelassen. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Naja, dann würde ich sagen, geht die April pieseln. Hüpft hier noch ganz schnell in die Badewanne. Die Emmy kann hier mit den Puppen spielen. Und dann würde ich sagen, reisen wir, beziehungsweise wir, und es ist ganz heiß, vielleicht zieht die April sich auch mal von alleine um. Oh, die Lisa schreibt gerade. Hi April, hier ist Lisa. Hast du Lust, heute Abend bei mir abzuhängen? Ach, mit mir abzuhängen, Entschuldigung. Ich dachte bei dir, Lisa. Finde ich voll süß, werden wir auch machen, sobald die Emmy dann ein Kleinkind, wollte ich gerade sagen, alles klar, ein Kind ist, weil dann dürfen wir ja dann reisen, weil dann kann sie nämlich alleine zu Hause bleiben. Aber wir sehen uns ja gleich bei der Lerngruppe. Dann spulen wir mal ein bisschen, dass die April noch ganz schnell unter die Dusche springt. Ich wollte gerade sagen, hey April, wieso ziehst du deine Sachen nicht aus? So, dann ist sie auf jeden Fall. Und Spaß. Wieso bist du schon wieder runter, Spaß? Naja. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Auf jeden Fall machen wir dann hier die Veranstaltung und wir nehmen die kleine Maus mit. Wahrscheinlich wird sie erst hier draußen bleiben.
Ah nee, Entschuldigung, das war die falsche. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso? Oh, und unsere Emmy ist gerade nackig und läuft hier durch die Gegend. Doc April, was möchtest du machen? Du möchtest ihn erforschen. Finde ich voll süß, aber ich würde hier gern die Versammlung starten. In der Bibliothek gerne. Die Emmy werden wir dann noch herholen. Ich hoffe, dass sie dann angezogen ist und nicht nackig dann durch die Gegend rennt. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Vor allem, wenn die Hausaufgaben dann gemacht sind, wollte ich mal gucken, ob wir vielleicht noch ein, zwei Pflänzchen finden. So, wir sind da. Und es sind auch. Was? Langsam, jetzt komme ich nicht mehr mit. Die Emmy holen wir jetzt als allererstes mal hierher. Die darf nämlich bei uns bleiben. Da ist sie in ihrem Schlafanzug. Emmy, wir ziehen dich gerade mal über den MCC um. So, wie war das? Garderobe, Outfit wechseln. Und dann kannst du gerne dein Sommeroutfit anziehen. Es ist ja sehr warm. So, die Gruppenversammlung von Lerngruppe hat begonnen. Okay. Ein Screenshot von mir. Emmy, den Rest kennen wir soweit. Dann machen wir das leer, sonst vergesse ich das wieder. Und dann ist es rot und ich krieg nichts mit. Ja, weil wir brauchen nämlich noch 150 Punkte. Dann können wir nämlich die restlichen zwei einladen. So, ich habe das noch nie gemacht. Also bitte nicht böse sein, wenn das jetzt das reinste Desaster wird. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, dass wir die kleine Maus mal hochnehmen. Und die Begeisterung für die Lerngruppe ist ja die Bombenstimmung. So, und dann hätte ich gesagt, hier ist ein Vierertisch. Hier ist ein Sechs. Achtertisch sogar. Perfekt. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht. Emmy hier absetzen und zusammen hier hingehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt soweit. Chips. Okay, sie rennen schon mal alle zumindest hin. Wenn ich jetzt hier draufklicke und sage zusammensitzen und dann hier Hausaufgaben. Zusammen Hausaufgaben. Boah, das läuft ja bombisch. Wie geil ist das denn? Also, ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme so einigermaßen mit klarkommt. Oh, wir haben schon 5 Punkte gekriegt. So, Emmylein. Kannst du dich auch hier hinsetzen? Nee, gell, kannst du nicht. Dann machen wir das so. Kannst du dich hier hinsetzen? Ja, hier kannst du dich hinsetzen. Und dann kannst du dir, wenn du möchtest, denken brauchen wir noch. Hilft da Buch lesen? Nein. Dann kannst du dir trotzdem, was haben wir nochmal für ein Buch? Affe Klettermax und ich glaube Prinzessin. Dann kannst du, wenn du möchtest, hier dir das Buch durchlesen. Und du hast ein bisschen Hunger. So, April. Wo gehst du jetzt hin, April? Ah, du machst jetzt hier Hausaufgaben. Okay. Emmy? Ah, okay, Emmy geht jetzt hoch. Okay, bei so vielen Sims, naja, eigentlich muss ich mir die anderen ja nicht angucken. Okay, die Emmy setzt sich jetzt auf den Boden. Okay, warum sie nicht auf diesem Sessel sitzen möchte, okay. Aber setzt ihr euch jetzt auch hin und macht eure Hausaufgaben? Oder ist jetzt die April die Einzige, die das macht? Was passiert denn, wenn wir die Mia anklicken? Ja, das war schon mal nicht so viel. Da haben wir jetzt wieder 2 Punkte gekriegt. Ich klicke jetzt noch mal hier drauf. Zusammen sitzen. Zusammen Hausaufgaben machen. Mal gucken, was jetzt passiert. Mal sehen. Ich klicke das jetzt noch mal weg. Vielleicht klappt es ja jetzt. Zoe, hier sind noch 3 Stühle frei. Du musst nicht stehen. Okay, jetzt hat sie sich hingesetzt. Holt ihr auch jetzt eure Hausaufgaben raus? Die April lacht erstmal, okay. Ich glaube, ich bleibe in der Perspektive. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Aber ich spule jetzt mal und hoffe, dass die jetzt auch ihre Hausaufgaben rausholen.
Okay, die Mia hat schon mal ihr Handy raus. Ja, Leute. Wieso macht ihr eure Hausaufgaben nicht? Könnt ihr euch dann wenigstens nebenbei ein bisschen unterhalten? Tiefgründige Haltung. Dann kannst du dich mit der Zoe noch ein bisschen unterhalten. Über unfaires Leben, ja, Mann. Okay. So. Der Wyatt. Keine Ahnung, was er gerade macht. Der Ray hat sich gerade ein Buch geholt. Und ich glaube, die April unterhält sich gerade mit der Mia. Und was macht unsere kleine Maus? Ich glaube, wenn wir das nächste Mal, oder ich mache das jetzt gerade. Ich hoffe nur, dass es nicht von unserem Geld abgeht. Ich stelle hier, glaube ich, noch ein Puppenhaus hier hin. Ja. Wir stellen hier ein Puppenhaus hin. Dann hat die kleine Maus. Aber wir werden nämlich die kleine Maus immer mitnehmen. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass. So, hier. Hier ist du dein Puppenhäuschen, kleine Maus. Ah, das funktioniert nicht. Können wir das dann. Ja, wir können das doch hier hinstellen. Eins zurück. So, guck mal, Emmy. Dann hast du jetzt auch dein Puppenhäuschen. Dann kannst du hier spielen. Nee, nix Kleider ausziehen. Nicht Nagi Dai spielen, Schätzchen. Hunger hast du und du musst Pipi, okay. Du hast Hunger, ja. Hier ist leider nichts zum Essen. Das habe ich wieder gut geplant. Wie viel Prozent hat die April in ihrer? Also 75%. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Aber Hausaufgaben machen die anderen ja jetzt nicht wirklich. Der Ray liest ein Buch, die Alexis liest ein Buch. Naja, wir kriegen auf jeden Fall Punkte. Wir haben schon 206. Wow. Macht weiter so, Leute. Wir brauchen noch nicht mehr viele Punkte. Okay. Was macht ihr zwar hier? Was treibt ihr denn da, ihr Lieben? Ihr sitzt ineinander. Von der Emmy machen wir auch mal ein Bild. Die kleine Maus denkt sich auch nur so, Mama, warum nimmst du mich überall mit? Aber ich würde es persönlich selbst so machen. Und hier ist nichts zum Essen bei. Nicht mal irgendwie so ein kleiner Kühlschrank. Echt jetzt? Echt jetzt? Krass. Sind denn hier ein paar Pflänzchen in der Nähe, die die April dann begutachten könnte? Hier könnte sie graben. Das kannst du ja machen, April. Das ist doch eine gute Idee, oder? Aber zumindest macht sie ihre Hausaufgaben. Und wir sehen halt auch alle mal, bis auf Shane und Ina. Da werden wir dann noch die anderen Plätze. Haben sie jetzt ihre Hausaufgaben rausgeholt? Also sie lesen zumindest. Okay. Aber Hausaufgaben machen sie jetzt nicht, oder? Emmy, bei dir gut? Du trinkst. Okay, woher hast du das Fläschchen, kleine Maus? Dann trink, kleiner Schatz, auf. Du bist müde und du kannst deine Windel gerne benutzen. Ja, kann ich dir leider nicht sagen. Möchtest du hier ein Nickerchen machen? Die Mami gräbt jetzt. Und hat auf jeden Fall die Hausaufgaben fertig. Finde ich sehr cool. Hm.
Okay, auf jeden Fall hat die April die Hausaufgaben fertig. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade. Tut mir leid, ich habe nämlich nur gerade so ein bisschen Angst wegen der Emmy. Wir haben jetzt 245 Punkte. Okay. Ja, die anderen, die lesen alle fleißig. Ob das jetzt bei den Hausaufgaben was mitgemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Ich bezweifle es, dass es was gemacht hat. Ja, ich würde sagen, wir beenden dann vielleicht die Veranstaltung. Es war eine relativ kurze Veranstaltung. Aber jetzt habe ich gerade voll den Text hänge, Entschuldigung. Ich gucke jetzt gerade mal, was die April hier gefunden hat. Was bringst du uns? 50, ja. Immerhin. Immerhin etwas. So, dann hätte ich vielleicht gesagt, dass wir mit den beiden nach Hause reisen. Dann, ja. Können die beiden was essen und auch schon schlafen gehen. Und sollen wir Shane einladen? Ja, komm. Können die beiden am Lagerfeuer sitzen? Machen wir so, genau. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich hoffe, dass man es nicht hört. Aber ich spiele wieder voll ohne Kopfhörer. Das ist so wieder typisch ich. Sag noch ja, euch zuliebe, dir zuliebe mache ich's. Und hab's jetzt vergessen. Die Folge zuvor habe ich noch dran gedacht. Und jetzt gucke ich gerade so. Okay, Laptop ist am Stromanschluss, damit er nicht ausgeht. Ja, und dann sehe ich so schön die Kopfhörer nebendran liegen. Naja, ich hoffe, es ist nicht zu laut und dass es nicht so ein großes Echo wieder gibt. Auf jeden Fall gucken wir jetzt, dass die kleine Maus ganz schnell was zu essen kriegt. So, einmal hier hin, bitte, April. Du kannst ihr einen Apfelmus geben. Oder komm, sie kann mal einen Joghurt heute haben. Was Süßes für die Nerven. April, nimmst du sie nicht mit? Dann lauf mal hier hin. Oh, sie hat gerade voll gepupst, die kleine Maus. Komm mal ganz schnell hierher, mein Schatz. Und Shane kommt direkt mit. Perfekt. Und wir gucken gleich schon mal, dass wir mit den Bienchen was machen können. Und wir setzen die Emmy hier ab. Hi, Shane. Weil die April hat voll die Augenringe, gern hat Hunger. Ich weiß. Und ich hoffe, dass sie sie diesmal wirklich in diesem Stuhl lässt, weil die April macht es ja manchmal so, dass sie sie direkt wieder rausholt. So, April. Du kannst dich mit dem Shane hier hinsetzen und dir was zu essen machen. Ihr dürft heute grillen. Emmy, du isst? Und bitte keine Sauerei veranstalten, okay? Ach, April. Jetzt zwei Süßen. Okay, Shani macht. Shane, pass auf. Oh Gott. So, oh, und die Bienchen greifen ihn gerade an. Es tut mir leid, Shane. April, du sollst bitte was essen. Bitte. Uff. Shane, geht's dir gut? Ich habe ihm übrigens einen anderen Pulli noch angezogen, weil ich dachte, wenn es so warm ist, weil er irgendwie immer seine Alltagsoutfits anhat, habe ich ihm diesen Pulli gegeben. Und er hat süße Sommersprossen, unser Shaney Boy. So, April, du kannst dein Bobbes auch später in die Luft schicken. Oh, guck mal, er hat seine Gitarre dabei. Das hört sich voll gut an. Spielst du jetzt für die April, dass sie aufwacht? Jenny, du spielst echt gut, vielleicht. Weil ich halt auch alles am Überlegen bin, was die so für Karrieren später kriegen. Vielleicht kriegt er was im Musikbereich. Und die April, ja, er spielt für mich. Juhu. Süß, die beiden. Also, Shani, das kannst du wirklich sehr gut. Muss man wirklich sagen. Muss man wirklich so sagen. Du machst das wirklich sehr gut. April hat Level 4.
Ich weiß, kleine Maus, die Mami ist noch nicht fertig, gell? Ich hoffe, du hältst es noch so lange durch. Ey, Mama ist gleich fertig. Versprochen. Ich setze mich jetzt mal so hin, dass ich die kleine Maus im Auge habe. April, sind deine Würstchen jetzt fertig? Dann kannst du dich bitte hier hinsetzen. April, du bist wieder ein bisschen dappisch gerade, gell? So. Genau, absetzen. Kannst du sie dann auch ins Bett bringen? So, Amy, die Mama bringt dich jetzt ins Bett. So, ihr zwei Süßen. Ab ins Bett. Schlaft gut. Okay, schlaf gut, Amy. Süße Träume. April? Dankeschön. So, ab ins Bett, Amy. So. Da wollte ich ja schon immer ein Foto haben von den Zweien. Tschüpp. Und die Maus schläft jetzt. Perfekt. Und unsere April isst jetzt ihre Würstchen endlich. April, bitte. Danke. Und Shiny Boy spielt immer noch seine Gitarre. Mhm. Also er spielt wirklich gut. Oh, und sein Balken ist runter. Okay. Da müssen wir noch mal was machen. Ich kann mir ja da heute noch was machen. Aber ich glaube, die April ist so müde. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Sei denn, wir machen ganz schnell ein bisschen flirty flirty. Hallo, Spiel, Dankeschön. Trinkgeld geben. Komm, wir können vielleicht noch eine Sandskulptur zusammenbauen. Nein, nein, ich will das nicht. Mann. Och, Mann. Naja, nicht schlimm. Einschalten. Dieses Licht können wir brennen lassen. Das sieht nämlich voll schön aus. Shane, machst du unseren Mülleimer leer? Das ist aber sehr nett von dir. So, April. Schnell. Wir können ja noch eine Sandskulptur bauen. Dann darfst du dein Würstchen zu Ende essen. Beziehungsweise ich denke, du darfst dann direkt schlafen. Na, wieso? Dann knuddel ihn wenigstens, bitte. So, hier freundlich. Ups. Ich kümmere dich um dich. Wie süß. Ja. Ah, hier umarmen. Da ist es doch. War nicht gleich. April, wieso willst du das denn jetzt nicht, bitte? Hallo? Dann gucken wir halt mal hier. Ach, jetzt macht ihr was. Wolltest du nur mit dem flirten und nicht umarmen oder was hier? Ja, komm, biet ihm noch eine Rose an. Was können wir denn noch machen? Komm, die Mitte über Aussehen. Ihr steht gerade ineinander, ihr zwei Süßen. Baut jetzt die Sandskulptur. Was kann sie mit Emmy dann auch eigentlich mal zusammen machen? Shane? Na, du bist auch müde, gell? Was macht ihr jetzt? Okay. Dann geht die April jetzt ins Bett. Wir sagen ihr gute Nacht. Gute Nacht, Shane. Ich würde an deiner Stelle auch nach Hause gehen. Ist nämlich schon spät. Wir haben 1:30 durch. Und dann ganz, ganz süße Träume, April. So, ich werde die April jetzt aufwachen lassen. Wir haben nämlich 7:05 Uhr. Und sie muss nämlich ganz dringend pieseln. Dann darf sie hier noch duschen.
Emmy schläft noch, hat ein bisschen Hunger, dann kann die April nämlich hier das essen. Los, April, du hast noch knapp eine Stunde. Und unser Rasensprenkler macht ganz fleißig unsere. Jetzt will ich. Ah, jetzt geht's. Okay, vielleicht kriegen wir das noch hin. Auf jeden Fall werde ich es schon mal anklicken. So, April. Zaggi, zaggi. Toilette hast du erledigt. Sehr gut. Dann ganz schnell unter die Dusche springen. Wenn das mit dem Essen nicht hinhaut. In der Schule isst du ja auch. Die Emmy, glaube ich, in der Tagespflege auch. Hygiene. Wir müssen die Emmy auf jeden Fall dann an diesem Donnerstag noch baden. So, ich wollte jetzt mal gucken. Genau, sie hat jetzt noch 24 Tage die Pille. Genau, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe der April die Pille zur Sicherheit gegeben. Die anderen Sims haben auch alle die Pille. Vor allem die aktiven, heißt die ganzen Community-Sims und so. Vor allem die Mädels. Die Jungs können sie ja nicht haben. Ja, weil fast jede ein Kind gekriegt hat. Und die Herren ihre Schwärmereien ein Baby gemacht haben. Ja, sehr amüsant. Ich dachte, ich drehe am Rad ein bisschen. April, du wirst heute zu spät zur Schule kommen. Wenn ich das mal so sagen darf. Machst du noch ganz schnell die Bienchen? Und die Emmy darf aufstehen, dass sie dann gleich mit zur Dings geht. Oh. Anzug an. Oder auch direkt. Nein, April. Ach, dann schicken wir dich halt jetzt einfach so zur Schule. Ich finde ja ihr Lachen so süß. So, Emmy, du gehst zur Tagespflege. Dann sehen wir uns später. So, die April wird jetzt in 5, 3 Minuten gleich kommen. Und dann kann sie bitte. Ah, das geht nicht, okay. Was ist denn heute so passiert? Ich habe die April statt fleißig lernen, die Emmys auf jeden Fall zurück, habe ich sie Freunde finden lassen. Sie ist immer noch beste Oberschülerin, das finde ich schon mal sehr gut. Sie hat Luna in der Schule getroffen. Und das kennen wir ja alles. So. Wieder direkt Platz geschafft. So, unsere kleine Emmy, da geht's gut, die könnte ein bisschen Spaß vertragen. Dann hätte ich gesagt, dass die kleine Maus. Oh, zertrümmern. Na, zertrümmern fände ich nicht so schön. Du spielst ein bisschen mit deinen Puppen und die April zieht jetzt diesen Anzug aus, bitte. Chups. Chups. Und dann. Ah, das habe ich eben schon gemacht. Selber Fehler wie eben. Du kannst. Maus, bitte. Sind die. Sie sind irritiert. Dann kannst du dich mit den Bienen verbünden und den Honig verkaufen. April, ist das eine gute Idee? Und die kleine Maus spielt da. Bisschen stinkend, aber okay. Ich hoffe, sie wird nicht gestochen. Ich hoffe es wirklich nicht. Oh, shit. April, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Tut mir leid. Mäuschen, du wolltest den Honig noch verkaufen. Wir haben einfach mal 1200 Simoleons. Ich fasse es einfach nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie viel der Honig uns bringt. April? 105! Das ist ein Scherz, oder? Ich liebe es, wenn sie das macht. Ich liebe es ja so sehr. So, da die April so K.O. ist, hätte ich gesagt, macht sie ein Nickerchen, dass sie wenigstens so halbwegs ansprechend ist. Die kleine Emmy, der geht soweit gut, bis auf, dass sie ein bisschen stinkt. Die Mami wird dich heute noch baden, versprochen, Schätzchen. Aber wir müssen erst gucken, dass die Mami wieder ein bisschen fitter wird. Mami ist nämlich irgendwie todmüde. Wenn ihr Schätzchen, kannst du hier auch, hallo, im Wasser spielen.
Lisa, das ist süß, aber wir dürfen hier nicht weg. Wir haben die kleine Maus hier. Und wir müssen unbedingt unsere Pflanzen ernten. Hey, Drill, du musst fitter werden, bitte. Fitter, fitter, fitter. Die kleine Maus. Es ist zwar bewölkt, aber es ist warm. Okay, dann darf sie noch ins Wasser, die Kleine. Grammy. Ray kommt wieder spontan vorbei. Und dann kannst du im Sand spielen. Vielleicht findest du ja ein paar Muscheln, kleiner Schatz. Ja, Meerjungfrau. Du wirst auch noch eine Meerjungfrau. Und kannst mit den Delfinen spielen, gell? Pirat ist jetzt vielleicht nicht so das dabei. Aber eine Meerjungfrau, das können wir dir erfüllen. April Unfug erzählt. So, was willst du machen, Amy? Eieiei. Dann spulen wir mal ein bisschen schneller, dass die Mami ein bisschen schneller dann wach wird. Ja. Die Amy ist echt süß. So, April, du hast mir ein bisschen genug geschlafen. Und dann kannst du hier direkt die Emmy baden, bitte. April, bitte. Und dann könnt ihr zusammen essen und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Ich bin so froh, wenn jetzt bald Wochenende ist. Ist ja dann nur noch morgen der Schultag. Und dann können die beiden wieder extrem viel unternehmen. Ich hatte nämlich überlegt, dass wir einen Ausflug machen in eine andere Stadt, um ein paar Blümchen oder auch vielleicht ein paar Früchte zu ernten. Dass wir unseren Garten ein bisschen vergrößern können. Das fände ich voll cool, wenn das funktionieren würde. Apple, du bist gut gelaunt. Wow. Dann badest du bitte jetzt ganz schnell die kleine Maus. Durch, durch. April. Du sollst doch die kleine Maus baden. Emmy, hör mal kurz auf. Nicht da rumplanschen, bitte. Das darfst du danach noch machen, wenn du fit genug sein solltest. Ja, Mami, also jetzt bitte baden. Ja, ich stinke nämlich dezent. Deck, deck. So, ihr beiden Süßen geht jetzt baden. Ich hoffe, oh, die April ist inspiriert. Und sehr unwohl. Sie hat Hunger, sie ist müde und das Kind stinkt. Ich weiß, und jetzt hängt es wieder irgendwie so dezent. Du machst die Kleine ja auch jetzt schon sauber, April. Dann stinkt sie auch nicht mehr. Und vielleicht lassen wir dich dann noch ein bisschen durch die Gegend schwimmen. Was ist jetzt? Durchnässt. Ach, April, heute ist wieder nicht so ein Tag, guter Tag für dich, gell? Aber die Emmy hat nur Hunger und ist noch relativ fit. Dann gibst du ihr direkt ein Schälchen Apfelmus, April. Und dann kannst du dir, ich hoffe, das funktioniert wieder so gut wie die letzten Male, kannst du dir ein Schinken-Käse-Sandwich nehmen. April, pack's Handy weg, bitte. April, stopp. Mimi, stopp. Die Mami setzt sich jetzt in den Stuhl rein, dann kriegst du was zu essen. Ja, und danach darfst du schlafen. Ist das ein guter Deal? Auch geil, 19:30 Uhr, die beiden sind todmüde. Aber okay, kleine Kinder gehen ja auch relativ früh ins Bett. Ja, April, du musst jetzt noch das Schinken-Käse-Sandwich essen. Auf, setz dich zu deiner kleinen Maus. Emmy, du isst? Ja. Und wehe, du schmeißt wieder die Schüssel durch die Gegend. Guck mal, du kannst dir doch was erzählen währenddessen. Das ist doch eine gute Idee. Guck mal hier, was Lustiges. April ist zu mies gelaunt. Ist das jetzt dein Ernst, Liebes? Dann hier. Nee, die Leviten lesen nicht. Beruhigen. Geschichte erzählen, bitte. Och, Emmy, jetzt ist aber echt gut. Das finde ich jetzt nicht schön gerade. Ich hoffe, sie hat ihr jetzt die Leviten gelesen. Aber ich glaube, die Apple macht das von ganz allein. Kann das sein, dass sie ihr automatisch die Leviten liest? Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das macht. Und ich sehe gerade, ich bin jetzt schon wieder bei 45 Minuten Aufnahme. Da kommt zwar ein bisschen wieder was raus, aber es ist trotzdem wieder voll lang. So, ihr Süßen. Dann kannst du die kleine Maus in den Schlaf noch lesen. Ist das eine gute Idee? Und dann hoffe ich, ist die Dusche dreckig?
Nö. Der Boden noch? Nö. Hm. Kannst du das noch sauber machen? Aber das geht nicht, wenn sie da drin ist. Okay. So, April, auf. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich ihnen den Kühlschrank kaufe und dorthin stelle. Ich glaube, das mache ich gleich, wenn die dann schlafen. Aber ich denke, das werdet ihr dann erst in der nächsten Folge, dann, beziehungsweise du in der nächsten Folge dann erst sehen. Mia, du hast selbst zwei kleine Kinder. Aber ihr könnt gern das Essen da lassen. Da. Okay, und dann können wir das nämlich da reinmachen. So. Bring die kleine Maus ins Bett. April, du isst das jetzt. Hallo? So. Mir wäre es eigentlich viel lieber, wenn du es noch schaffst. Geht natürlich nicht, okay. Heute haben wir keine Einnahmen vom Dings. Dass du noch duschen gehst, ja komm. Und dann kannst du ins Bett. Und ich kaufe euch dann den Kühlschrank. Los, los, schnell. Stopp, 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 stopp. Stopp. Schnucki, ich hatte dich doch ins Bett geschickt. Och, Emmy, was ist denn jetzt wieder los hier? Das war das letzte Mal schon mal und ich habe es einfach nicht verstanden, warum sie ohnmächtig wird, wenn ich ihr eh gesagt habe, sie soll bitte ins Bett gehen. Und sie war ja schon im Bett. Also irgendwie, naja, nicht schlimm. Auf jeden Fall geht die kleine Maus jetzt auf jeden Fall schlafen. Und die April hat jetzt geduscht. Sehr gut. Und macht das jetzt, ihr Schläfchen. So. Dann. Nein. April, willst du mich jetzt wieder ein bisschen verkackeiern? Och Leute, jetzt ist aber echt gut. Jetzt bin ich echt langsam böse. Los jetzt. Och, das ist ja wieder das perfekte Ende, um die Folge zu beenden. Also wirklich. Es tut mir leid. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir ein absolutes Rätsel. So, ab ins Bett jetzt, ihr zwei. Deine kleine Maus schläft schon. Schlaft gut und süße Träume. So, ich mache jetzt Pause, bevor jetzt irgendwas wieder passiert. Und das Spiel möchte einfach nicht, dass ich Pause mache. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch wieder war. Und die beiden am Ende nicht so wollten, wie ich wollte. Ich werde den beiden jetzt noch einen kleinen Studentenkühlschrank kaufen. Und den dann irgendwie so hier versuchen hinzusetzen. Ja. Vielleicht setze ich denen auch aber die Tür. Das ist wieder so eine Sache, weil das Fenster dann hier so drüben ist. Ich guck mal, wie ich es mache und zeige dir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann aussieht. Und ja, wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss!